Hallo Welt, hallo liebe Freunde, hallo Familie. Ich bin jetzt mittlerweile schon seit über 2 Jahren am Reisen. Und ich möchte in diesem Video einfach mal ganz offen darlegen, welche Nachteile das Reisen auch haben kann und welche Gefahren es tatsächlich mit sich bringt. Und ich meine nicht irgendwelche physische Gefahren, Schlangen oder Spinnen, sondern ich meine tatsächlich psychische Folgen. Vorab möchte ich aber auch sagen, ich habe dieses Video schon einmal aufgenommen auf meinem englischsprachigen Kanal Linguaholic. Es ist eine kompaktere Version, die 9 Minuten geht. Hier werde ich mehr Details und Geschichten auspacken. Also falls ihr das Video nachschauen wollt, das hat den Titel The Downsides of Traveling Nobody Talks About. Genau. Also wie ihr wisst, ich bin ja schon seit 2 Jahren unterwegs, war die größte Zeit hier in Australien, bin 5, 6 Mal umgezogen, habe vielleicht 30 unterschiedliche Chefs gearbeitet, ganz viele unterschiedliche Kollegen gehabt, ganz viele Leute getroffen. Ich war in Pakistan, ich war vor 1,5 Monaten wieder in Europa für 2 Wochen, ich war in Moldawien, ich war in der Schweiz und für einen Tag war ich sogar tatsächlich wieder in Deutschland, was sehr komisch war. Dazu aber gleich, was heißt mittlerweile? Das ist unter anderem eines der Punkte, die ich ansprechen möchte. Aber zuerst möchte ich sagen, die größte Herausforderung beim Reisen ist die Einsamkeit. Und damit meine ich nicht zwingend alleine zu sein, denn man kann auch mit einer Gruppe reisen oder mit einem Freund, einer Freundin und dennoch kann man sich sehr einsam fühlen. Ich habe beide Perspektiven, weil ich 1,5 Jahre alleine war. Und ein halbes Jahr mit meinem besten Freund, dem Wilhelm. Liebe Grüße. Und von daher kann ich auch sagen, dass selbst aus beiden Positionen dieses Problem auftreten kann. Es ist nämlich so, Reisen ist eigentlich genau das Gegenteil vom Leben. Ich meine wirklich in einer Stadt einfach leben, in der man groß gewachsen ist. Man macht sein Ding, man geht zur Uni oder man macht eine Ausbildung. Man hat seinen geregelten Alltag, man hat sein geregeltes Umfeld. Man kennt die Leute, man grüßt sich. Reisen ist genau das Gegenteil. Man wird einfach aus diesem gewohnten Kreis herausgerissen und muss in einem anderen Land klarkommen, was erstmal für die Psyche selbst sehr anstrengend ist. Man wird sich die ganze Zeit über allein fühlen. Selbst wenn man die Sprachbarriere vollständig überwindet, wie bei mir gar keine Sprachbarriere mehr vorhanden ist. Ich kann auf Englisch alles ausdrücken, genauso wie ich das im Deutschen kann, sogar Englisch kann ich mittlerweile besser sprechen als Deutsch, weil ich einfach kaum noch Deutsch spreche. Und auch hier in diesem Video ist es so komisch für mich, Deutsch zu sprechen. Ich verspreche mich die ganze Zeit. Ich schneide das nur raus. Manche Stellen lasse ich aber drin, dass es einfach ja, ein bisschen authentisch aussieht. Selbst wenn man so ein Level erreicht und so eine Nähe aufbaut zu den Leuten, wird man dennoch das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Man wird wie ein Außenseiter wahrgenommen. Oder man sieht sich selbst wie ein Außenseiter. Boah, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe gerade voll die Schwierigkeiten. In meinem englischsprachigen Video konnte ich das genau auf den Punkt bringen. Aber im Deutsch weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich versuche mich jetzt einfach daran zu erinnern, was ich in meinem englischen Video gesagt habe und übersetze es einfach. Also, das Problem ist, wenn man immer von Stadt zu Stadt zieht, wie das bei mir war. Ich bin in einer Stadt geblieben für ein halbes Jahr und dann zur nächsten Stadt und dann wieder zur nächsten. Und ich habe immer im Kopf, dass ich diese Stadt bald verlasse. Dann ist es einfach unmöglich, tiefgehende, langfristige Freundschaften aufzubauen. Natürlich, man wird immer Leute kennenlernen, die cool sind, mit denen man eine coole Zeit haben kann, mit denen man abhängen kann. Aber das sind keine wahren Freunde. Das sind nur temporäre Reisefreunde. Wie soll ich das übersetzen? Travel Buddies, habe ich in meinem englischen Video gesagt. Das sind einfach nur, genau, temporäre Reisegenossen. Das hört sich so komisch an. Und bei mir war das so, für das erste Jahr in Australien, da wollte ich mich bewusst isolieren. Ich habe da nicht nach Freundschaften gesucht. Ich wollte mit niemandem was zu tun haben, weil ich einfach nur es mir selbst beweisen wollte, dass ich alleine klarkommen kann. Dass ich niemanden brauche, dass ich alleine sein kann, dass ich mit mir selbst auskomme. Und das hat auch alles geklappt, ich habe das alles erreicht, einfach in mir selbst genügsam zu sein. Und dann im zweiten Jahr und vor allem in den letzten Monaten habe ich sehr stark wieder das Verlangen gefühlt,
einfach mit Leuten abzuhängen. Ich erinnere mich, hier in der Stadt, in Brisbane, wo ich immer noch lebe, habe ich mich mal mit einer Chinesin getroffen. Und es war kein Date oder so. Das war nicht irgendwie hier so Date-mäßiges, sondern ich kannte sie vom Sprachenaustausch, weil ich habe ganz viele chinesische Freunde. Tatsächlich in 1,5 Stunden telefoniere ich wieder mit einer, weil wir immer einen Sprachenaustausch machen. Sie lernt gerade Deutsch, ich lerne Chinesisch und wir reden einfach 2-3 Stunden. Und ich habe diese Person kennengelernt, die auch hier in der Stadt gerade gelebt hat. Und ich habe mich mit der einmal getroffen. Und wir haben den halben Tag einfach nur geredet über das Leben, über unsere Reiseerfahrungen, über Kulturunterschiede und über unterschiedliche Berufe, über Finanzen, über Lebensstile, alles Mögliche. Und ich habe gedacht, ey, das war so gut, einfach mal mit jemandem zu reden. Das war jetzt aber 3 Monate her. Und seitdem hatte ich das nie wieder, dass ich mich mal mit einer Person getroffen habe, einfach nur um zu reden. Und da habe ich so gedacht, ey, eigentlich hätte ich voll gerne so jemanden, mit dem ich zusammen abhängen kann, einfach reden kann über alltägliche Sachen. Nicht einfach nur so oberflächlich an der Oberfläche kratzen, weil hier in Australien ist es ganz normal, dass man sich begrüßt mit Hey, how are you going? So, wenn ich jemanden sehe, sage ich Hey, how's it going? So, Hey, how are you? Aber man erwartet keine ernsthafte Antwort. Das ist genauso, wie man im Chinesischen sagt, Ni chi fan le ma? Hast du schon gegessen? Aber man erwartet keine ernsthafte Antwort. Man kann darauf einfach sagen, Und das war's. Es ist halt so oberflächlich. Man fragt, wie geht's, aber eigentlich will man nicht wissen, wie es dir geht. Aber es ist auch wichtig, diese ernsthafte Frage zu stellen. Ey, wie geht's dir? Wie ist es dir diese Woche ergangen? Was beschäftigt dich? Und das fehlt halt. Weil wie gesagt, die Leute, die man hier kennenlernt, die sind cool, solange alles cool ist. Aber das sind nicht die Leute, die eine Kugel fangen würden für dich und sie würden dir nicht mal Geld leihen, wenn du am Boden wärst. Oder ja, wenn du wirklich broke wärst. Ich habe auch bemerkt, dass oft die Leute hier, das sind einfach normale Locals, ne, die leben hier, dass die auch kein Interesse haben, sich mit jemandem richtig anzufreunden, wo die wissen, dass er bald weg ist. Und von daher hatte ich immer das Problem, mit Leuten so tiefgründig mich zu verbinden, weil von ihnen einfach keine Interesse kommt. Keine Interesse über das, hey, was machst du, was arbeitest du? Das ist immer so die Standardfrage. Mittlerweile hasse ich es, mit Leuten diese sogenannten Smalltalks zu führen, weil immer die gleichen Fragen aufkommen. Das ist, was machst du arbeitsmäßig? Studierst du hier oder arbeitest du? Wie lange warst du schon? Das ist immer die typischste Frage. Wie lange bist du schon in Australien? Wo warst du? Wie lange möchtest du noch bleiben? Möchtest du hier auswandern? Immer diese gleichen Fragen, dass ich mittlerweile keinen Bock mehr darauf habe. Weil ich weiß, es geht nicht mehr darüber hinaus. Die Leute interessieren sich nicht wirklich für einen. Die wollen einfach nur nett sein. Die sind einfach so ein bisschen Interesse zeigen, aber das war's auch. Und natürlich könnte man sagen, das liegt an dir, wie sehr du versuchst, diese Freundschaften aufzubauen. Das stimmt auch. Allerdings kann ich von meiner Erfahrung aus sagen, ich habe es wirklich probiert. Aber es klappt nicht. Wenn man ständig reist, wenn man ständig unterwegs ist und umzieht, wird man keine Freunde haben. Das ist einfach so. Und damit muss man klarkommen können. Man wird irgendwie unfähig, Beziehungen aufzubauen, weil man einfach ständig mit sich selbst ist. Ich weiß sogar, ich habe mit meinem ältesten Bruder darüber geredet, dem Viktor. Der konnte auch dazu was sagen. Und meinte, ja, tatsächlich, man möchte Freundschaften. Man möchte einfach Leute, mit denen man abhängen kann, mit denen man reden kann. Aber es klappt irgendwie nicht, weil die Leute hier, die sind auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Das ist der zweite Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte. Erster ist Einsamkeit und keine Freunde. Zweiter Punkt ist sehr stark damit verbunden. Man passt nicht rein. Es ist nämlich so, die Leute hier, die verfolgen ein ganz normales Leben. Also was meine ich mit hier, wenn du jetzt in ein anderes Land ausreist, die Leute in diesem Land, die verfolgen ein ganz normales Leben. Die haben Familien, die heiraten oder haben Beziehungen. Die Suche nach Beziehungen, das ist auch schon ein Riesenunterschied. Ich lebe ja einen Lifestyle, was keine Beziehungen zulässt. Ich bin ja die ganze Zeit unterwegs. Und die studieren, die gehen arbeiten, die reden über irgendwelche Sachen, mit denen man nichts anfangen kann. Haus kaufen oder Versicherungen. Weil mich gehen die Versicherungen ja nichts an, ich brauche die nicht. Ne, die haben ja irgendwelche, keine Ahnung, Brandschutzversicherungen oder Road Assistant Versicherungen. Das ist so ein Abschleppdienst wie ADAC in Deutschland. So Sachen, da brauche ich ja nicht mal mitzureden, weil das betrifft mich nicht.
Ich bin ja nicht hier, dass ich hier für die nächsten 10, 20 Jahre bleibe. Ich bin hier nur so als Gast. Also interessieren mich diese Versicherungen nicht. Du brauchst mich nicht abzuschließen, es lohnt sich nicht. Ich bin hier einfach auf der Durchreise. Und dadurch merkt man, dass man wortwörtlich wie ein Alien ist. Man ist irgendwie ganz anders. Man ist hier nicht so wirklich dabei. Man ist nur, wie gesagt, auf der Durchreise. Das ist wie, ja, wenn man zu Besuch kommt und dann man weiß, man geht wieder, man braucht sich nicht zu sehr da reinzuhängen. Und somit wird man sich immer ein bisschen ausgeschlossen vorkommen. Wie gesagt, egal wie eng man zu den Leuten ist, sprachlich auch gesehen, es wird immer einem das Gefühl geben, dass man nicht reinpasst. Und das muss eigentlich auch ernst genommen werden, weil dieses Empfinden, dazu zu gehören, irgendwo reinzupassen, irgendwo zu Hause zu sein, das ist ein fundamentales Bedürfnis eines jeden Menschen. Man möchte irgendeinen Ort haben, den man zu Hause nennen kann. Und ich frage mich, wenn das hier in Australien schon so krass ist, dass ich mich nicht angenommen fühle, dass ich nicht mich als Teil der Gesellschaft fühle, obwohl sprachlich kein Problem mehr da ist. Sehr oft, wenn ich einkaufen gehe oder was, die Leute, die merken ja gar nicht mal, dass ich Ausländer bin. Die denken, ich bin auch Australier. Aber die wissen nicht, dass mein Kontostand eigentlich die ganze Zeit sehr gering ist, weil ich die ganze Zeit von Ort zu Ort reise, dass ich immer nur auf ein paar hundert Dollar überlebe und alle meine Sachen in zwei Rucksäcke packen kann. Das wissen die ja nicht. Und wenn ich hier schon so stark das Gefühl habe, dass ich nicht dazugehöre, wie wird das erst in China sein? Da kann ich auch, selbst wenn ich eines Tages fließend Chinesisch spreche, werde ich trotzdem nicht reingehören. Einfach nur, weil ich weiß bin und weil ich runde Augen habe. Und das wird immer so bleiben. Ich erinnere mich an dieses Video, das habe ich auch in meinem Englischsprachenvideo eingeblendet. Da war ein Typ, der hat über 20 Jahre in Asien gelebt. Spricht die Sprache fließend, kein Problem, gehört dazu, verdient immer den Respekt von den Leuten, weil er ihre Kultur und Sprache so gut beherrscht. Aber er sagt, du wirst immer Ausländer bleiben. Du wirst nie, niemals wie die Chinesen sein. Einfach nur wegen deinem Aussehen und wegen deiner Prägung, wie du aufgewachsen bist. Weil man kann nur irgendwo dazugehören, wenn man dort aufgewachsen ist. Das ist einfach so. Man kann seine Kultur nicht verleugnen, man kann seine Kultur nicht ändern. Und diesbezüglich muss ich auch sagen, während man reist und mehr neue Kulturen aufsaugt, wortwörtlich wie ein Schwamm, während man hier die Sprache lernt, hier die Sprache lernt, hier kulturelle Sachen sich aneignet, hier sich die Charaktereigenschaften einer Kultur aneignet, weil das ist tatsächlich was. Australier sind zum Beispiel sehr, wie sagt man, sehr entspannt in vielen Hinsichten und sehr locker. Vor allem Arbeitsmoral ist eine ganz andere als in Deutschland. In China ist es wieder ganz anders. Da ist ganz viel Fokus auf lange und hart arbeiten und sich nicht beschweren dürfen. Ungezahlte Überstunden machen, einen Job für wenig Geld akzeptieren und trotzdem machen, ohne sich darüber zu beschweren. Das sind einfach so Riesenunterschiede. Deswegen von jeder Kultur, wo man ist, nimmt man ein bisschen was auf und man vermischt seine Kultur stetig damit. Das heißt, man löst seine Nationalität irgendwie mehr und mehr auf. Und das führt dann dazu, dass man, das ist eigentlich schon, nee, das ist immer noch der zweite Punkt, man fühlt sich nicht zugehörig, dass man nicht mehr weiß, wer man ist. Man reist ständig, man ist in einem anderen Land, man fühlt sich wohl, man hat alles, man hat ein Dach über dem Kopf, man hat gutes Essen, aber man fühlt sich nicht aufgenommen, man fühlt sich nicht am richtigen Ort. Und dann fragt man sich, was mache ich hier überhaupt? So, wo gehöre ich hin? Wo ist mein Zuhause? Und dann kann das passieren, dass wenn man lange unterwegs war, mehrere Jahre, dass man dann in sein Heimatland zurückkommt und auch nicht mehr dazugehört. Weil man eben nicht nur 100% deutsch ist, sondern auch ganz viel von den anderen Kulturen aufgesaugt hat. Und das ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem. Auch ein anderes Video, was ich kürzlich gesehen habe und auch in meinem englischen Video zitiert, also guckt es euch an. Lingualholic, the downsides of traveling nobody talks about. Da ist ein Typ, Engländer, glaube ich, hat auch eine lange Reise hinter sich gehabt, viele Sprachen gelernt, an bestimmten Ländern für eine lange Zeit gelebt. Nicht so dieses Hopping. So, ich gehe nach Thailand für eine Woche, dann nach Vietnam noch. Das ist keine Reise, das ist einfach nur so Tourismus. So, man lebt in einem Hotel oder so. Aber wenn man in einem Land lebt, so, man weiß gar nicht mal, wann man das Land verlässt. Man bleibt einfach. Man lebt, man kauft sich ein Auto, man richtet sich ein, hat ein richtiges Zimmer und so weiter. Das ist was anderes. Da lebt man unter den Leuten und nicht einfach nur als Tourist. Doch eigentlich schon so ein langfristiger Tourist, weil man
Man wird immer noch auswandern, also weiterhin reisen, aber das ist ein Unterschied, wenn man eine Woche in einem Land bleibt oder 2 Jahre. So. Und dieser britische Typ hat halt auch gesagt, das Video heißt, glaube ich, The Problem, oh no, British Traveler Opens Up, Not Belonging Anywhere. Irgendwie so heißt das Video. Schaut euch das englische Video an, da sieht man das. Und dann habe ich gedacht, ey, ich bin nicht der Einzige mit diesem Problem. Anscheinend ist es wohl ein geläufiges Phänomen, dass wenn man zu lange im Ausland lebt, dass man so verwässert wird im Inneren, dass man sich wie ein Alien fühlt. Und das war auch so, als ich in Deutschland war. Wie gesagt, nach 2 Jahren bin ich das erste Mal wieder zurück nach Europa geflogen, um meine Oma zu besuchen. Und dann war ich auch bei meinem Bruder. Und dann war ich auch in Deutschland für einen Tag, weil ich gedacht habe, ey, wenn ich schon in Deutschland bin, dann gehe ich zum Rathaus und melde meinen Wohnsitz ab. Deutschland ist ja einfach digitalisierungsmäßig, was soll ich sagen, so zurückgebildet, dass man vor Ort erscheinen muss, anstatt einfach eine E-Mail zu schreiben oder anzurufen. Dann bin ich da vor Ort hingegangen, habe meinen Wohnsitz abgemeldet. Und während dem Ganzen, auch als ich am Flughafen war und so, muss ich wirklich sagen, Deutschland hat sich für mich wie eines der anderen Länder angefühlt, wo ich am Flughafen war. Zum Beispiel, ich war in Turkmenistan, ich war in Polen am Flughafen, in Aschgabat und in Warschau. Und dann hat man so dieses Gefühl, boah, ich bin hier gerade ein Ausländer, ich muss gerade auf Englisch sprechen und ich muss hier irgendwie so denen was klar machen, die sprechen nicht mehr so gut Englisch. Und in Deutschland hatte ich das ähnliche Gefühl. Ich bin mit Swiss Airlines geflogen, also mit Schweizer. Und selbst da habe ich auf Englisch gesprochen, weil es irgendwie ganz komisch war, Deutsch zu sprechen mit denen. Und also mit den Flugbegleitern. Und als ich in Deutschland war, das hat sich für mich wirklich wie ein fremdes Land angefühlt, wo ich so auch mal kurz hinreise, um einfach weiterzureisen. So hat es sich angefühlt. Das war ganz komisch, wenn man 2 Jahre nicht mal in seinem Heimatland ist und dann wieder zurückkommt. Es ist nicht so, dass das Land sich stark verändert hat, sondern man selbst hat sich verändert. Nicht verändert, man hat sich weiterentwickelt. Und dann kommt man einfach als andere Person zurück. Mit anderen Sichtweisen, anderen Einstellungen, anderen Herangehensweisen. Und dann, wer weiß, wenn ich jetzt noch weiterreise, weil ich bleibe jetzt fast noch bis Jahresende hier in Australien, dann gehe ich für 1,5 Jahre nach China, ab und zu nach Thailand, will noch ein paar andere asiatische Länder mitnehmen, dann gehe ich noch nach Russland. Ich sag mal, mindestens 2,5 Jahre bin ich noch unterwegs. Dann komme ich nach 4,5 Jahren zurück nach Deutschland. Und ich kann mir vorstellen, dass die erste Zeit einfach so sein wird. Also so ein komplettes Schlag ins Gesicht, Kulturschock. Nicht, es ist kein Kulturschock für mich, in neue Länder zu gehen, also englischsprachige Länder. Ich könnte jetzt Amerika, London, Amerika, warum sage ich London, als wäre London Land? Ich könnte jetzt Amerika oder England, Kanada mitnehmen, würde keinen Kulturschock haben. Weil die alle englischsprachig sind. Klar, wenn ich jetzt nach China gehe, wird es ein extremer Kulturschock sein. Aber wenn ich jetzt zurück nach Deutschland gehe, wird das auch ein Kulturschock sein. Einfach wieder sich umzustellen, auf der rechten Seite zu fahren, auf der Straße. Einmal im Monat einen Lohn zu bekommen, nicht nur jede Woche, wie es hier ist. Das ist ganz komisch, nur einmal im Monat bezahlt zu werden. Voll schlimm. Und generell einfach wieder auf Deutsch sich umzustellen, das wird alles sehr, sehr komisch sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr schwere Zeit wird. Ich werde auf jeden Fall auch ein Video darüber machen. Das Video wird wahrscheinlich heißen, ich habe Depression oder so. Weil ich in Deutschland einfach nicht ankomme. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich in Deutschland bin und es mir so schlecht geht, dass ich wieder ausreise. Und sage, ich kann das nicht. Ich kann nicht in einem Dorf leben, wo nichts los ist. Weil ich sage zwar immer so, oh, mein Leben ist voll langweilig, jeder Tag ist der gleiche, aber tatsächlich geht in meinem Leben richtig viel ab. Wie gesagt, ich bin in den letzten 2 Jahren 5, 6 Mal umgezogen. Ich habe im Auto gelebt. Ich war broke, dann hatte ich wieder Geld. Ich habe 3 Autos gekauft in den letzten 2 Jahren. So viel Zeugs dazu gekommen und losgeworden und so viele neue Leute kennengelernt und verloren. Mit dieser Geschwindigkeit, wie man neue Sachen erfährt, neue Leute kennenlernt, neue Ideen kennenlernt. Das gibt's in Deutschland nicht. Das erlebt man nur, wenn man unterwegs ist, wenn man auf Überlebensmodus ist. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst diese Punkte. Das erste war Einsamkeit. Man wird keine Freunde haben. Das zweite ist, aufgrund dessen, dass man keine Freunde hat, oder unter anderem aufgrund dessen, und einfach nur, weil man ein Reisender ist, wird man nirgendwo dazugehören. Und ja, drittens kann man das eigentlich auch so sagen, man wird irgendwie so eine Identitätskrise haben. Man ist so vermischt in den Kulturen. Schaut mich mal an als Beispiel. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, ich bin von meinen Eigenschaften her deutsch. Ich spreche aber auch Russisch, weil es meine zweite Muttersprache ist und somit habe ich sehr viel russischen Humor. Das dritte ist,
Ich habe jetzt 2 Jahre in Australien gelebt, mein Kopf ist komplett auf Englisch. Alles, was ich habe, was ich denke, was ich lese, ist auf Englisch. Und jetzt lerne ich Chinesisch schon seit 1,5 Jahren. Spreche auch jeden Tag Chinesisch und gehe bald nach China. Also komplett vermischt. Wieso ich immer noch Single bin, das erkläre ich gleich. Ich muss jetzt aber meine Batterie wechseln. Ich habe nur noch 4%, das ist ein Cliffhanger. Okay, die Batterie hat auch nicht so viel Saft übrig. 35%, aber vielleicht reicht das. Also, ich habe so spannend gemacht, warum bin ich noch Single? Eigentlich ganz einfach zu beantworten. Weil es einfach nicht die richtige Zeit dafür ist. Und ich bin noch viel zu jung. Ich bin noch am Anfang meiner 20er. Das ist meiner Meinung nach viel zu früh für eine Beziehung. Wenn ich Mitte 20 bin, kann ich frühestens anfangen, darüber nachzudenken. Weil ihr wisst ja meine Position, ich bin ein Christ und eine Beziehung kommt für mich nur dann in Frage, wenn ich auch bereit bin zu heiraten. So, es gibt keine Spielchen, keine Sidechicks oder was auch immer. Wenn ich irgendwas mit einer Person zu tun habe, dann nur, wenn ich ernsthaft bereit bin und so weit bin, was Lebenslängliches anzufangen. Und das passt gerade einfach nicht. So, vor allem, wenn man ständig unterwegs ist. Wenn man reist, dann geht das nicht. Man kann nicht eine Person finden, die genau die gleichen Reiseziele hat. Das ist einfach viel zu unwahrscheinlich. Ne? Man muss erstmal generell eine Person finden, die zu einem passt, aber dann noch eine Person, die genauso offen ist wie du, gerade, ja, lass in dieses Land gehen, ja, lass dort wohnen, die genau die gleichen Ziele hat wie du, dass ich 1,5 Jahre in China bleiben will, um dort zu reisen und Chinesisch zu lernen. Und dann nach Russland zu gehen und dort mein Russisch aufzufrischen. So eine Person gibt es nicht, die das alles mitmacht. Weil wenn man eine Beziehung anfängt, dann muss man Kompromisse eingehen. Und darauf habe ich gerade keinen Bock. So, ich will meine Ziele durchsetzen. Ich will nicht meine Ziele anfangen zu, wie sagt man das, zu beschneiden. Genau. Mich hat nämlich letztens einer auf der Arbeit gefragt. Das ist interessant. Der ist auch sehr vermischt. Der ist 20. Der kommt auch aus Deutschland. Der kommt sogar auch aus meinem Bundesland. Da war ich sehr überrascht. Der ist seit 2 Monaten in Australien und er ist in Spanien geboren, aber seine zweite Muttersprache ist Rumänisch und der Le ist in Deutschland aufgewachsen, also auch sehr vermischt. Und er hat mich gefragt, und hast du in den letzten 2 Jahren hier irgendeine Beziehung angefangen? Nein, Mann. So. Nein, Mann. So, er meinte, es ist gerade einfach nicht die richtige Zeit. Der meinte, er hat schon nach zwei Monaten eine geklärt. Da habe ich ihm auch gesagt, ja, aber da muss man gucken, dass man wirklich die ähnlichen Lebensziele hat. Natürlich, man muss erstmal zueinander passen, man muss ähnlichen Humor haben und so weiter. Aber es ist auch wichtig, wo möchtest du leben in Zukunft? Möchtest du in deinem Land bleiben? Oder möchtest du ja auch auswandern? Möchtest du erstmal für ein paar Jahre in diesem und diesem und diesem Land leben und ausprobieren? Weil es gibt manche, die wollen einfach nicht reisen. Die wollen, sind einfach Stubenhocker. Die bleiben in ihrer bequemen Umgebung. Ist ja auch nichts falsch daran. Ganz im Gegenteil, das hat auch sehr gute Vorteile, wie zum Beispiel, man hat Familie. Man hat Freunde, die man schon das ganze Leben kennt. Das hat man als Reisender nicht. Ich komme gleich noch zum letzten Punkt. Etwas, was Reisende einfach nicht haben, während Leute, die einfach in ihrem Zuhause bleiben, haben. Und ich habe dem auch gesagt, es ist einfach unmöglich, eine zu finden, die genauso vermischt ist wie ich. Weil ich habe eben meine Sprachen aufgezählt. Und es ist so, dass ich in jeder Sprache, wie als würde ich eine andere Persönlichkeit haben. Oder es ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Erst mit allen Sprachen zusammen bin ich, wer ich bin. Deswegen schätze ich so sehr meine chinesischen Freunde, die auch Deutsch lernen. Und ich kenne eine, die auch in Deutschland gelebt hat für 3 Jahre. Liebe Grüße an Annika. Da ist das Verständnis am besten, weil man sich auf 3 Sprachen unterhalten kann. Klar, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist und nur Deutsch kennt, dann ist es alles überein. Aber wenn man 3 Sprachen hat, Deutsch, Englisch, Chinesisch, dann kann man sich am besten unterhalten. Wenn man nicht weiß, wie man etwas in dieser Sprache sagt, sagt man es einfach in dieser. Und man kann Witze machen in dieser Sprache, man kann Witze machen in dieser Sprache, aber der Humor ist unterschiedlich. Also, es ist viel zu unwahrscheinlich, jemanden zu finden, der genauso vielfältig oder facettenreich in Bezug auf Kulturen ist wie ich. Und wie gesagt, gleichzeitig dann auch noch gerade am Reisen ist. Also, da denke ich gar nicht erst dran. Muss man sich auch nicht so stressen. Wie gesagt, ich bin sowieso noch viel zu jung. Brauche ich gar nicht erst drüber nachzudenken. Dann lebt es natürlich auch mit weniger Kopfschmerzen. Warum stressen? Sich in eine Beziehung stressen. Da macht man doch nur die falsche Entscheidung. Ich kann es aber nachvollziehen, wenn man 26, 27, 28 ist und immer noch Jungfrau wollte ich schon sagen, immer noch Single. Im Chinesischen gibt es ein Wort dafür, Shengyu. Das ist eine
Überreste-Frau ist ein sehr, sehr abwertender Begriff, der für Frauen verwendet wird, die ja Ende 20 sind und immer noch Single. Wobei ich das auch nicht als schlimm ansehe. Wenn ich mein Leben lang Single bleibe, dann ist das so. Dann bin ich nicht unglücklich oder sage, mein Leben macht keinen Sinn. Aber ich kann es verstehen, dass manche Leute dann sich stressen und Panik bekommen und denken, okay, ich habe verkackt. Ich bekomme niemanden mehr im Leben ab. Aber einfach akzeptieren. Oder ja, wie viele machen, man nimmt sich einfach irgendwas, was einem nicht mal gerecht wird, wo man eigentlich Besseres verdient, aber man nimmt einfach irgendwas, damit man nicht mehr alleine ist. Deswegen ist es so wichtig zu lernen, allein zu sein. Aber ich schweife ab. Leute, was gebe ich hier für einen Beziehungstalk? Ich bin gerade Anfang 20. Okay, vierter Punkt. Wenn man direkt nach dem Abi reist und somit keine Qualifikationen hat, keine Ausbildung oder kein Studiumabschluss, da kann man nur Gelegenheitsjobs machen. Also man arbeitet im Café, in einer Bar oder wie ich in den letzten 2 Jahren auf einer Baustelle, weil man dafür keine Auszeichnungen oder Trainings oder so braucht. Dann wird man ständig finanzielle Sorgen haben. Und ich meine wirklich finanzielle Herausforderungen, finanzielle Schwierigkeiten. Und ich muss wirklich sagen, man muss Nerven aus Stahl haben. Jemand, der weich beseitigt ist, für den ist das nichts. Ich muss wirklich sogar sagen, dass ich eine Weltreise für viele Leute mittlerweile abempfehlen würde. Leute, die nicht bereit sind, auf die Fresse zu fallen und wirklich am Existenzminimum zu leben. Ich meine es wirklich so, Leute. Ich hatte manchmal nur noch $200 auf dem Konto. Das sind ungefähr 120, 130 Euro. Und ich hatte kein Haus, keine Adresse und keine Arbeit. Ich war am Arsch. Also wirklich, man kann das nicht anders sagen. Ich war jeden Morgen so, Alter, wann ändert sich irgendwas? Wann kommt ein Anruf? Wann wird irgendein Job angenommen? Und ich kann euch wirklich sagen, diese ständige Ungewissheit zu haben, nicht zu wissen, ob man nächste Woche Arbeit und Einkommen hat, nicht zu wissen, wo man nächste Woche wohnt, das wird wirklich sehr, sehr stark eure Mentalität angreifen. Das wird sehr stark euch versuchen, ja, in die Knie zu zwingen. Aber man zwingt mich nur in die Knie, um zu beten. Das ist ein guter Spruch. Ja, natürlich für mich als Christ war das überragend, weil das meine Beziehung zu Gott sehr stark weiterentwickelt hat. Ich musste Gott vertrauen. Wie die Bibel sagt, schaut euch die Vögel an da draußen. Die stressen sich um gar nichts und doch überleben die irgendwie. Die haben jeden Tag was zu essen. Die haben einen Platz, wo die schlafen können. Und wenn die Vögel schon überleben und Gott ihnen hilft, wie viel mehr wird er uns helfen, seinen Geschöpfen, die wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind? Das ist natürlich leicht zu sagen, wenn ich jetzt hier ein Dach über dem Kopf habe, ich habe ein Zimmer, mir geht's gut. Aber wenn alles kacke läuft, sehr schwierig. Und wie gesagt, man muss sich durchbeißen können. Ich war wirklich oft davor aufzugeben. Ja, und als Gelegenheitsarbeiter hier in Australien, das nennt man Casual Employee, hat man den Nachteil, dass man keinen offiziellen Arbeitsvertrag hat. Somit hat man keine, wie nennt man das, Geld, was man ausgezahlt bekommt, wenn man krankgeschrieben ist. Oder wenn man im Urlaub ist, Urlaubsgeld. Das hat man nicht. Man verdient nur Geld, wenn man arbeitet. Und es ist nicht garantiert, dass man regelmäßige Arbeit hat. Sehr oft habe ich nur 3 Tage die Woche gearbeitet. Das ist mir total auf den Keks gegangen, weil ich nur genug Geld hatte, um zu überleben, aber nicht zum Sparen. Das ist, du steckst eigentlich fest. Du musst weiterarbeiten, aber du kannst nicht sparen, du kannst nicht raus. Das ist absoluter Teufelskreislauf. Jetzt gerade bin ich super froh, ich habe 5 Tage die Woche immer genug Arbeit. Und ja, trotzdem, man kann jederzeit gekündigt werden, jederzeit rausgeschmissen, jederzeit nicht mehr gebraucht werden. Und dann sitzt man dort in der Tinte und denkt, kacke, was mache ich jetzt? Und nicht diese Sicherheit zu haben. Wie gesagt, ich betone es nochmal, es wird euch wirklich Mentalität kaputt schlagen. Also wirklich einfach verprügeln. Einfach diese Ungewissheit. Ich habe kein Geld in Zukunft. Jetzt gerade vielleicht, aber ich weiß nicht, wie es in 2 Monaten ist. Das ist wirklich eines der größten Herausforderungen. Wenn man als junger Mensch reist. Wenn man Geld hat, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, Geld gespart, braucht man darüber gar nicht zu reden. Also wirklich, das ist dann was ganz anderes. Ich habe auch jemanden getroffen, einen Amerikaner, den David, den ich auch nächstes Jahr, so Gott gibt, besuchen werde in Alaska. Der ist nach Australien gekommen, keine Ahnung, wie alt er, 26, 27, hat genug Geld,
kümmert sich um gar nichts. Kauft einen Van für 20.000, kauft sich das, 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 kein Problem. Aber wenn man als so ein armer Schmock nach Australien kommt, oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich das lohnt. Also wirklich, ich würde vielleicht sogar mehr in Erwägung ziehen, in Deutschland eine Ausbildung zu machen, Geld anzusparen, zumindest 10.000 und dann erst nach Australien zu kommen. Einfach damit man mehr Frieden hat, mehr Ruhe, weil das ist etwas, was Reisende haben, aber Leute, die einfach nur 9-to-5 arbeiten und jede Woche ihren, obwohl jeden Monat ihren Gehalt ausgezahlt bekommen in Deutschland, die haben Sicherheit, die haben ein Gefühl, okay, das Geld geht rein. So. Natürlich, das hat auch seine Nachteile, einfach nur in diesem Teufelskreislauf zu arbeiten. Man ist gelangweilt, man hat Hasskicks, das Leben ist einfach so grau, man möchte ja mehr Abwechslung und so. Dann wagt man sich, mehr Abwechslung zu haben, geht ins Ausland und dann bekommt man die ganze Zeit Uppercuts vom Leben. Also ich kann euch sagen, wenn ihr gerade studiert, ihr macht's Abi, ihr seid in der Schule oder ihr macht eine Ausbildung und ihr hasst euer Leben und ihr sehnt euch so sehr danach, die Welt zu bereisen und so, Leute. Das ist nicht, wie man es auf Social Media sieht. Man sieht nur die besten Momente. Auch jemand, der langweilig studiert, kann ein paar Mal im Jahr was Cooles erleben. Ne? Und dann macht man Fotos und postet die. Und man denkt, boah, man hat voll das abenteuerliche Leben. Aber eigentlich sitzt man die ganze Zeit nur in der Uni. Und bei Leuten, die Vollzeit reisen, ist es nicht anders. Es sei denn, jemand hat Geld, bis dem die Sonne aus dem Hintern strahlt. Der kann Vollzeit reisen, ja. Der kann ständig draußen sein, kein Zuhause, nur in Hotels leben. Aber so ein Leben ist auch nicht cool. Das könnt ihr mir glauben. Ständig nur zu reisen, das will keiner. Das ist Quatsch. Das ist Fantasie, das ist Disney. Dass man ständig nur reist und man schläft draußen, das will keiner. Jeder will bequem in einem Bett schlafen und einen Ort haben, wo man sich zurückziehen kann, wo man Leute einladen kann nach Hause, abhängen kann. Keiner will ständig unterwegs sein. Und selbst wenn man so reist wie ich, so langsam. Ich bin ja auch nicht die ganze Zeit pushen. Klar, Anfang des Jahres, im Februar, habe ich nur im Auto gelebt und sind so gereist. Aber ich habe ja mehr so diesen Style. Ich lebe hier ein paar Monate, dann dort ein paar Monate, dann dort ein halbes Jahr. Selbst wenn man so reist, passiert nicht allzu viel. Ich kann euch wirklich sagen, die letzten Wochen bei mir waren so staubtrocken. Ich gehe einfach ganz normal zur Arbeit wie jeder andere Mensch. So, nach der Arbeit bin ich so müde, ich kann da nicht viel machen. Also, ich kann euch wirklich sagen, wie mein Alltag aussieht. Ich gehe zur Arbeit, arbeite 8 Stunden, komme nach Hause, mache einen 2 Stunden Sprachenaustausch, Language Exchange, wie man das nennt, oder auf Chinesisch, Yuan Xiao Liao, immer mit einem chinesischen Freund aus Ningbo, das ist eine Stadt in der Nähe von Shanghai. Mit dem rede ich jeden Tag 2 Stunden, danach bin ich so erschöpft, dass ich nur noch chille und mich bereit mache fürs Bett. Das war's. Und jeder Tag ist bei mir gleich. Ich gehe an Wochentagen nicht mal mehr ins Fitnessstudio, weil ich keine Energie habe. Es geht einfach nicht. Ich gehe nur noch an Wochenenden. Samstag und Sonntag. Wenn man arbeitet, und man muss überall arbeiten, wenn man Geld braucht, dann hat man einfach keine Lebensenergie. Von daher, das, was man auf sozialen Netzwerken sieht, dass Leute, die ganz reisen, von Wasserfällen springen und was auch immer, das sind nur ein paar Wochenenden, die sie in ihrem Leben haben. Oder eine Woche, die sie sich freigenommen haben. Oder ein Daytrip, den man gemacht hat und man tut so auf, yo, das ist mein Leben. Das ist nicht dein Leben. Das ist 10% von deinem Leben. Das restliche Leben verbringst du zu Hause und bist am Kochen, weil du Geld sparen musst. So Sachen. Von daher, Leute, wenn ihr reisen wollt, dann überlegt es euch wirklich, wirklich gut, ob es wirklich was für euch ist. Klar, viele der Eigenschaften wird man nicht haben, wenn man nur in einem Land aufgewachsen ist, wie zum Beispiel so robust zu sein, dass man so sehr an sich glaubt oder an Gott glaubt, in meinem Fall, dass er immer zur rechten Zeit versorgen wird. Diese Charaktereigenschaften, die entwickeln sich auf dem Weg. So. Die kann man einfach nicht haben, wenn man das noch nie gemacht hat. Man kann aber einen gewissen Mut haben. Man kann so dieses gewisse Riskante haben, dieses ich will ins kalte Wasser springen und gucken, was mit mir passiert, was es mit mir macht. Das ist auch leider das Gefühl, in was ich mich so ein bisschen verliebt habe. Dieses, ich bin in einem fremden Land, keiner kennt mich, ich kenne keinen. Geil. So. Aber ich realisiere jetzt erst nach 2 Jahren langsam, oh, was das eigentlich mit mir macht. Ich bin so vermischt in meiner Kultur und in meinem Denken, dass ich nirgendwo mehr hingehöre. Aber ich bin so egal, ich mache trotzdem weiter. Das ist so das, was einen antreibt, diese Neugier. Aber wie gesagt, es ist nichts verwerflich daran, einfach zu Hause zu bleiben.
einfach studieren zu gehen, eine Familie zu gründen im jungen Alter. Von daher jedem das seine, suum cuique, wie man im Lateinischen sagt. Und jetzt zuletzt möchte ich noch sagen, Leute, ich habe noch 23% übrig. Kurze Aussichten auf die Zukunft. Es ist jetzt Ende August. Im November verlasse ich endlich Australien. Ich gehe wahrscheinlich für einen Monat nach Thailand. In eine der Städte Pattaya oder Phuket. Pattaya oder wie Pattaya, Pattaya, ich weiß nicht. Eins von diesen beiden. Vielleicht verbringe ich ein paar Tage in Bangkok, aber nicht zu lange, weil ich weiß, dass es dort viel teurer ist. Und dann gehe ich endlich nach China. Ich gehe nach Hefei. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Hefei ist in Anhui in der Provinz. Und es ist ein paar hundert Kilometer von Shanghai. Also es ist südlich. Bei China muss man immer Norden und Süden unterteilen. Allein schon aufgrund dem Essen im Norden und im Süden. Sehr unterschiedlich. Die Dialekte sind sehr unterschiedlich. Die Leute sind unterschiedlich. Also würde dann auf jeden Fall im Süden starten, weil ich dort zwei Leute kenne in der Stadt. Die könnten mir helfen, in der ersten Zeit klarzukommen. Wie man den öffentlichen Verkehr benutzt. Wie man Sachen bucht. Wie man eine Wohnung bekommt. Vielleicht, wenn ich chinesischen Führerschein beantragen will, wie ich den bekomme. Also bürokratische Sachen, wie ich im Restaurant bestelle und so weiter und so fort. Dafür brauche ich erstmal Zeit, um anzukommen. Und dann gehe ich auf ein Studentenvisum in China. Das ist die beste Möglichkeit für mich, langfristig zu bleiben. Und zwar bin ich in Kontakt mit einem Australier, der das gerade in China macht. Der ist auf einem Studentenvisum und muss nur ein paar Stunden die Woche den Unterricht besuchen und die restliche Zeit kann er chillen. Seine Eier chillen, machen, was er will. Reisen, rausgehen, alles Mögliche. Und ich kann dieses halbe Jahr eigentlich in jeder Stadt machen. Ich muss nur eine passende Schule finden. Die Schule, die er besucht, heißt Ex-Mandarin oder so. Und die haben eine Schule in Tsingtao. Das ist im Norden, in der Nähe von der Hauptstadt Peking. Und die haben eine Schule in Chengdu, was in Sichuan ist, in der Provinz. Sichuan ist zum Beispiel sehr bekannt dafür, sehr, sehr scharf zu essen. Vielleicht wart ihr in einem chinesischen Restaurant und habt Sichuan Spicy Chicken oder Sichuan gebratener Reis. Das ist ein sehr bekanntes, international sehr bekanntes Gericht. Sichuan Fried Rice. Und diese Stadt wäre auch sehr besonders für mich, weil ich kenne eine Person, die dort lebt. Ich könnte sie viele, viele Fragen stellen. Obwohl ich kenne noch eine andere Person, die in Tsingtao wohnt. Aber ich glaube, ich gehe nach Sichuan, nach Chengdu, weil die Natur dort sehr schön ist und ich kann einfach jedes Wochenende irgendwo hingehen. Der öffentliche Verkehr dort ist überragend. Die Gautier, die. Ich weiß nicht den deutschen Begriff, aber Highspeed Train. Das sind Züge, die einfach 350 km/h fahren. Mit denen kommt man eigentlich überall hin. Also kommt man sehr gut rum. Da könnte ich wirklich sehr viele Reisen machen, mal hier, mal dort. Auf jeden Fall. Ich kann dort ein halbes Jahr bleiben in Chengdu und kann dann nochmal ein halbes Jahr erneuern. Wobei ich die zweite Hälfte vielleicht in einer anderen Stadt machen würde. Einfach um ein bisschen mehr, ja, was zu haben. Vielleicht mache ich den Norden in Tsingtao. Habe ich den Süden einmal erlebt und den Norden. Ja, also, es geht bald nach China. Ich werde aber mehr Details darüber preisgeben in etwa 2 Monaten. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, weil vieles einfach ungewiss ist und in Planung ist. Ich tausche mich halt ständig mit Leuten aus. Also ich eigne mir die ganze Wissen an, was ist das Beste, wie kann ich eine Wohnung finden und so weiter. Worauf muss ich achten? Wie viel Geld brauche ich für diese Zeit wirklich? Wie spare ich am meisten Geld? Also es kommen die ganze Zeit neue Ideen rein und es kommen auch Sachen rein, die meine Meinung ändern oder meine Pläne, meinen Kurs ändern. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sicher sagen, außer das mit Hefei und Chengdu, das ist eigentlich, also das ist sehr sicher. Genau, in 2 Monaten aber mehr dazu und dann möchte ich sagen, im nächsten Video werdet ihr wahrscheinlich einen Vlog von mir sehen. Ich habe nämlich vor, mir eine neue Kamera zu kaufen, die Insta360 X4. Das ist diese 360-Grad-Kamera, die man auf so einem Stock hält und dieser Stab wird sogar rausgeschnitten auf dem Video. Also der ist unsichtbar. Und die Kamera ist absolut geisteskrank. Ich kaufe die mir hauptsächlich, um so Einblicke in meinem echten Leben aufzunehmen, weil die Kamera, die ich jetzt benutze, die Sony A7C II, die ist so mehr für einen professionelleren Umgang, so im Zimmer, man stellt die auf und so, aber man kann so nicht so vloggen und so damit. Deswegen kaufe ich mir diese Insta360 und dann kann ich auch sehr viele meiner Erlebnisse in China dokumentieren. Ich habe die Kamera hier einfach die ganze Zeit dabei, ich kann die einfach hier irgendwo aufhängen oder so auf meinem Rucksack. Die nimmt alles auf, alle Gespräche, die ich habe, alle Geschehnisse, alles, was passiert. Es ist einfach cool, so das aufzunehmen. Aber ich kaufe die mir jetzt ein paar Wochen
Und dann will ich mal die ausprobieren auf einem Hike. Das ist nämlich so in den letzten. Also seit ich zurück in Australien bin, seit wann bin ich zurück in Australien? Seit 5 Wochen, seit 6 Wochen bin ich jeden Samstag hiken gegangen. Das ist nämlich so ein neues Hobby von mir. Jeden Samstag ein neuer Hike. Dieses Wochenende bin ich ausnahmsweise nicht gegangen, weil ich gesagt habe, ich brauche einfach mal eine Pause davon. Weil Hiken ist tatsächlich anstrengend. Ich bin letzten Samstag 17 Kilometer gegangen. Den Samstag davor bin ich 20 Kilometer gegangen. Das ist körperlich sehr anstrengend. Aber diese Woche war sowieso schon sehr schwer auf der Arbeit. Körperlich. Habe ich gedacht, komm, weißt du was? Bleib ich einfach mal zu Hause und guck die Rocky-Filme. Bisschen Motivation zu bekommen. Und ja, aber in den nächsten Wochen habe ich vor, wieder hiken zu gehen. Und das Video, was ich aufnehmen werde, also ich kaufe mir die Kamera und will die direkt testen auf meinem Hike. Aber ich werde wahrscheinlich eine zweitägige Tour machen. Also ich fahre wahrscheinlich am Freitag los nach der Arbeit, übernachte dann irgendwo im Wald und Samstag wird der hauptsächliche Tag sein. Und ich nehme die Kamera einfach mal mit und werde sie vierseitig testen. Einfach ein cooles Video zusammenschneiden. Genau, das wird dann das nächste Mal, dass man mein Gesicht hier auf dieser Plattform sieht. Bis dahin heißt es einfach weiter durchbeißen. Ich kann noch sagen, worüber ich tatsächlich am allermeisten nachdenke, ist China. Ich kann es wirklich nicht erwarten, aus Australien rauszugehen, weil ich habe es wirklich so satt. Ich hasse meinen Job so, so sehr, dass ich einfach auf einer Baustelle arbeite, obwohl meine Leidenschaft Sprachen ist, Sprachen lernen und Sprachen zu unterrichten. Dann denke ich, was zur Hölle mache ich hier? Warum arbeite ich auf einer Baustelle? Ich muss es aber gerade tun, weil das der schnellste Weg ist, Geld anzusparen. Es lohnt sich jetzt nicht, nach einem neuen Job zu suchen. Deswegen, ich beiß mich einfach durch. Ich mache nur das Minimum. Das heißt, wenn ich genug Geld habe, sprich 5000 Dollar, 6, 7, vielleicht 8000 Dollar, damit ich mich einfach ein bisschen sicherer fühle, dann schmeiße ich alles hin. Ich kündige meinen Job. Ich verkaufe mein Auto und dann bin ich hier raus. Das heißt, hoffentlich im November oder im Dezember kommen Videos aus Thailand, aus China und dann ist endlich alles anders. Also ich habe in diesem Jahr wirklich nur zwei große Ziele. Nur zwei wirkliche Herzenswünsche, die ich im Gebet vor Gott bringe. Das ist einmal, dass ich nach China kann. Ich lerne schon seit 1,5 Jahren jeden Tag Chinesisch. Und das beschäftigt mich so sehr, dass ich die ganze Zeit von chinesischen Schriftzeichen träume oder so. Zweitens, dass ich meinen Job wechseln kann, dass ich endlich mit etwas Geld verdienen kann, was wirklich meine Leidenschaft ist. Sprachen zu unterrichten, Englisch, Deutsch, vielleicht sogar schon Chinesisch bald. Dass ich einfach Videos machen kann, Vollzeit. Dass ich einfach, ja, mich eine eigene Webseite erstellen kann, wo ich Unterricht anbiete. Das ist das, was ich wirklich, wirklich machen möchte. Wo ich meine Stärken sehe. Wo ich diese Stärken ausschöpfen will. Aber ich arbeite auf einer Baustelle, Mann. Mach mich jeden Tag dreckig. Ja, ich möchte aber auch nicht unzufrieden klingen oder so, Leute. Ich möchte mich nicht beschweren. Mir geht's Gott sei Dank so gut. Ich esse jeden Tag so gut. Ich kann mir Obst und Gemüse kaufen, wie hier, obwohl dieses Päckchen 20 Dollar gekostet hat. Ich kann mir das leisten. Gott sei Dank. Wirklich. Ich esse trotzdem jeden Tag Reis und Hähnchen, einfach weil das am schnellsten gekocht ist, aber ich gehe auch jeden Tag ins Restaurant. Also, ich hole mir Takeout jeden Tag. So einfach der Zeit wegen. Ich könnte mir auch was Tolleres leisten, also besser als Hähnchen und Reis kochen, aber mache ich nicht einfach wegen der Zeit. Aber mir geht's einfach wirklich, wirklich gut. Das Problem ist halt nur, dass ich mit meinem Job nicht zufrieden bin und ich will das wechseln. Oder ich will das ändern. Aber das war's auch. So, ne, ich möchte mich nicht hier beschweren oder mein Leben irgendwie schlechter reden, als es ist. Es gibt Leute, die haben es noch 1 Million Mal schlimmer. Deswegen vergeben und vergessen. Okay, Leute, das war's. Seid euch dessen bewusst, dass das Reisen nicht immer so Regenbogen, sonnenscheinmäßig ist, wie man das im Internet sieht. Das sind sehr viele Schwierigkeiten und auch weitreichende Folgen. Da muss ich wirklich bewusst sein, möchte ich das? Möchte ich so sehr verändert werden von der Welt, dass ich als eine andere Person zurückkomme? Genau, bei irgendwelchen Fragen meldet euch bei mir, schreibt mir in die Kommentare auf Instagram. Ich bin sehr erreichbar, ich bin sehr nahbar, ich habe überhaupt irgendwie keine Starlöhne oder so. Ich bin ein Niemand. Was soll ich sagen? Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas loswerden wollt, schreibt mir auf Instagram. Ich antworte immer. Genau, und in dem Sinne, God bless.